Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu. Ich habe keinen Plan, was ich hier eigentlich gerade betreibe. Gohl ist da hinten irgendwo in der Ecke und guckt sich um. Die Organon-Brüder stehen da und ich komme nicht raus, weil ich hier irgendwo in einem Müllkörper feststecke. Ja, das ist schön, oder? Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe gedacht, dass ich das hier irgendwie vielleicht wegstoßen muss, damit das da aufgeht, damit ich da rauskomme und ich da irgendwo oben hinkomme, damit wir die Magneten für die benutzen können. So hatte ich mir das eigentlich gedacht, aber ja, hatte ich mir gedacht. Au. Solange das Ver Ja. Aber ich habe nur eine Gabel neu mit dazu gekriegt. Ich habe also keine Ahnung. man eine Gabel, wenn man noch alle Finger hat? Ja, das frage ich mich auch. Au. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich habe keine Ahnung. So, ja, keine Ahnung. Ja. Wir müssen auch irgendwas mit der Gabel machen können. Ich spare mir. Nein. Vielleicht irgendwas, was man das vom rechten Fenster aus machen kann, irgendwie. Ich spare mir. Nein. Vielleicht hier? Ich spare. Ich spare mir. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube und nicht zwei Autos weiter. Au. Au. Ja, schön, dass du dir die ganze Zeit immer wehtust. Au. Okay, ich habe gedacht, Ich dass. spare. Ja, du sparst dir deine telekinetischen Kräfte, das wissen wir. Ich spare. Ich habe gedacht, man kann irgendwas mit der Hupe machen. Okay. Wir haben den Strohhalm genutzt, um hier durchzukommen. Wir können nichts mehr mit den Hebeln machen. Wir müssen dieses Deck aufkriegen. Wir können aber mit der Motorhaube eigentlich nichts machen. Nein! Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben, was uns zu Plan B bringt. Vielleicht jetzt die Gabel? Was war das? Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Ja, wundervoll. Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Können wir Ich jetzt spare mir mal. mein Brett Jetzt kommen? kann ich endlich. Jetzt Was? kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ja. Ein Schnabeltier. Kann man das im Leuchten Vielleicht können bringen? wir das meine Aufgabe hier versüßen, wahrscheinlich aber eher verkleben. Ja. Ich kann nicht mehr die Ja, Organon. doch. Okay. Was können wir jetzt denn machen? Wir können nicht wieder zurück. Wir haben hier nur dieses blöde Brett. Probiert dieses quietschende. Bescheuert. Ja. Und nach Zaun können wir auch Nein, die nicht. Organons würden mich sehen. Können wir dieses quietschende Teil auf die Das soll raufwerfen? ein super Trio abgehen.
Aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Ja. Können wir irgendwie was machen? Ich spare mir meine telekinetischen... Ja. Ich kann nicht mehr die Ordnung... Ja, doch. Oder muss ich da einfach nur ein paar Mal rübergehen? Ich kann nicht die Ordnung... Ja, doch. Hallo, hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. 2017? Hallo? Oh, Entschuldigung. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war... Das war nur der Wind. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo, hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Okay, also wir holen das da raus. Wir müssen also zusehen, dass sie irgendwie in eine andere Richtung gucken, oder? Was ist, wenn wir sagen, hier, wir schmeißen das Gold zu? Alles zu seiner Zeit. Erst die Organ uns platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Okay. Die würden ein super Trio abgeben. Mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Ich spare mir meine Telekinetik. Ich spare... Ja. Ich habe bloß keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, Rufus. Hier ist es hell genug. Ja. Hier ist es hell genug. Ich habe aber keine Ahnung. Eine Kurbel. Die Hupe. Spare mir meine Telekinete. Ja. Und der Kranhebel. Können wir das Vieh da reinschmeißen? Ja, toll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, das ist... Können wir da wieder rein? Können wir irgendwas machen? Nein, nicht wieder unter Brett packen. Können wir da irgendwie was anderes untermachen? Können wir irgendwie... Wie bescheuert. Ja, wie bescheuert. Ich brauche dich. Oh, hey. Vielleicht würde wahrscheinlich... Muss ich das dann wieder unterpacken? Nein, das war falscher Knopf. Sorry. Muss ich... Hast du reiß dich mal zusammen? Ich kann nicht mehr die Ordnung... Du bist Paranoid. Du, verdammtes. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Ich kann nicht mit die Ordnung. Okay. Wie bescheuert. Ja, aber die. Ich kann nicht mit die Ordnung. Ja, ich weiß, dass du da nicht näher ran kannst. Mann. Ich spare mir mal. Er geht mir gerade so auf den. Magnetkopf dieses Krans gestellt. Ja. Trottel. Aber dafür müssen wir erstmal für hinkommen. Ich brauche noch ein. Dafür müssen wir da erstmal hinkommen. Ich habe gedacht, du kannst das vielleicht irgendwo gegenwerfen. Oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Aber wenn wir das da hinlegen, das ist das einzige Möglichkeit, was wir jetzt machen können. Wir können das nur da hinlegen. Ja, die würden ein richtig gutes Trio abgeben. Ja, das wissen wir. Ich kann nicht die Orga. Ja, das wissen wir. Ich spare mir. Wir können da auch nicht wieder rein, um irgendwie was Ablenkendes zu machen. Ja. Die einzige Möglichkeit ist, dass das... Ich kann nicht mit... Ja. Jetzt habe ich es auch... Hallo? Hallo? Ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh. Verdammt. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Jetzt habe ich...
Hallo? Hallo? Ist da wer? Du bist paranoid. Ja, aber das hilft uns gerade nicht weiter. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Ja. Ich kann nicht mehr die Organ. Ja, doch. Hallo? Ah, du bist paranoid. Aber? Puh. Ich kann nicht mehr die Organons wirken. Was soll ich denn machen? Wie bescheuert. Ich kann nicht mehr die Organons. Ja, doch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Goal. Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Warum komme ich hier nicht weiter? Das kann doch nicht so schwierig sein. Kann man das hier runterschmeißen? So dass sie vielleicht. Ich spare mir. Ja, doch. Damit wir irgendetwas. Ja, ha. Okay. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Ich kann nicht mehr die Orga. Ja, aber er macht das ja nicht. Hallo, hallo, du bist paranoid. Ah! Hä? Ihr wollt mich doch verarschen. Ab zum Kran. Und jetzt den Hebel bedienen. Super gemacht, Rufus. Also so blöd kann man sich auch nicht anstellen mit diesem blöden Schnabeltier. Und jetzt? Mein zweiter Vorname, Baby. Auf mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Ja, dann geh auch weiter. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Mhm. Oh, yeah. Yeah. Yeah, er hättest du besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Ja. Natürlich. Geh doch schon mal vor jetzt. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Hm? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Oh. Ja, ja, ja. Am Rufus.
Jetzt musst du das Zeug wieder ausziehen. Yep. Und weiter geht's. Ab oberen Plattform. Wo Kitis schon auf uns wartet. Hallo Kitis. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Gol nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über die Pony ans Licht zu bringen. Ja. Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Der, dass ich dich lache. Mhm. Gib auf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheust du deine Läuse auf mich, dass ich nicht lache? Muss ich erst sauer werden? Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarden im Shai-Hulu, so wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf? Ich meine Geld. Feuer? Steinbock. Ozelot. Verdammt. Schön. Macht das unter euch aus? Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Nein. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Mhm. Macht das unter euch aus. Das unter euch aus. Aber... Rufus. Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit, dass ich nicht lache. So, die Tasche. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, was er kämpft da? Ostern. Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Nee, hat er nicht. Und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Ja. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der solchen Gefährdungsklasse? Dafür brauchen wir aber die Codes. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Säuerlebensklasse? Hat einfach die besseren Argumente. Ja. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten wir... Streithähne. Ja, aber ich glaube... Allemal mehr Format als du. Seine Füße fit. Nein, hoch! Nein! Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Oster? Dieses weicht, dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheust du deine Lüge, dass ich nicht... Okay. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache? Hey, ich hab dich außerdem... Okay, das hatten wir schon. Und dieser, da kann er tauchen und sie mit umgeht. Es gibt immer... Oh, Himmel. Was? Dann hänge auf. Mein Muttermal, du Dämlack. Cletus Unterhose. Was tust du? Lass das! Oh Gott, nein, bitte! Was tust du? Lass das! Autsch! Oh, ja! Nein, nicht! So. Freundchen, Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das? Vergiss es. Schnee von gestern. Oh oh. Die macht... Los, nach Elysium. Warte mal.
Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich?